keine Zeit zum Bachelor- oder Masterarbeit schreiben? Selbst recherchieren, zu aufwendig. Manche Studierende greifen dann schon mal zu fremder Hilfe und lassen ihre Abschlussarbeit schreiben von einem Ghostwriter. Das hat auch Simon vor. Seinen Namen haben wir geändert, er möchte nicht erkannt werden. Er erzählt uns, warum er seine Masterarbeit von einem Ghostwriter schreiben lässt. In diesem Jahr habe ich einfach viele Projekte, die auf mich zugekommen sind, in der Branche, in der ich arbeiten möchte in der Zukunft, für das auch mein Studium gedacht ist, die gleichzeitig in den Zeitraum fallen, wo meine Masterarbeit angedacht ist. Also bin ich einfach davon überzeugt, dass wenn ich da tatsächlich arbeiten möchte, und das ist ja das Endziel, lasse ich meinen Master schreiben, werde tatsächlich Experte in dem Bereich, wo ich arbeiten möchte. Und ja, mir fehlt die Zeit in dem Sinne. Und deshalb lasse ich meine Masterarbeit von jemand anderem schreiben. Die Idee mit dem Ghostwriter bekommt Simon von einem Freund. Der hat es dann auf Englisch machen lassen. Es lief einwandfrei, ohne jedes Problem. Er arbeitet jetzt in dem Job, in dem er arbeiten wollte. Ist gut in seinem Job. Es hat nichts wirklich dann mit der endgültigen Expertise zu tun, die er in seiner Branche dann an den Tag legt. Ghostwriter, wörtlich Geisterschreiber, sind Autoren, die im Auftrag anderer Personen schreiben. Romane, Biografien, politische Reden oder eben auch akademische Arbeiten. Ghostwriter gibt es schon seit der Antike. Illegal ist es nicht. Heutzutage findet man sie leicht im Internet. Oft werden sie über Agenturen vermittelt. Ich hatte mit ein paar Ghostwritern Kontakt. Einen vor die Kamera zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Sie agieren mehr im Hintergrund. Einer sagte mir sogar, einen guten Ghostwriter zeichne aus, dass er quasi unsichtbar sei. Wie ein Geist eben. Ein Geist, der akademische Arbeiten schreibt. Die Lorbeeren erntet der Studierende, der sie dann unter seinem Namen einreicht. Eigentlich Täuschung. Und der Ghostwriter hilft dabei, ist aber rechtlich nur schwer zu belangen, weil es juristisch eine Grauzone ist, sagt uns Mirjam Rose, Fachanwältin aus Frankfurt für Verwaltungsrecht, unter das auch das Hochschulrecht fällt. Das Problem ist, dass es keinen richtigen Straftatbestand gibt, wo man sagen kann, dass die reine Beihilfe zu dieser Täuschungshandlung strafbar ist. Dafür bedürfte es einer eigenen gesetzlichen Regelung. Es gibt sicherlich in der Praxis Fallkonstellationen, wo man auch eine strafrechtliche Relevanz andenken könnte. Aber da müsste der Ghostwriter wirklich über alles ganz genau Bescheid wissen. Ghostwriter können immer behaupten, sie wüssten nichts Genaues über den Zweck der erstellten Texte. Auch reichen sie die Abschlussarbeit nicht bei der Hochschule ein. Doch Studierende, die die Fremdarbeit durch ihren Namen und Unterschrift als eigenes Machwerk abgeben, könnten richtig Ärger bekommen. Das ist eine schwere Täuschungshandlung. Erstmal würde die Arbeit mit nicht bestanden bewertet werden. Der Titelentzug droht, wenn er noch an der Universität studiert, dann kann er exmatrikuliert werden. Es kann in einigen Bundesländern eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Es kann eine Straftat darstellen, wenn er eine falsche eidesstattliche Versicherung abgibt. Allerdings müsste die Hochschule beweisen, dass die Arbeit nicht aus der Feder der Studierenden stammt. Und wenn niemand die Täter verpetzt, lassen sich die wenigen schwarzen Schafe bei so vielen Studierenden nahezu unmöglich finden. Angst aufzufliegen hat auch Simon nicht und auch keine Gewissensbisse. Klar, es ist eine Form des Betrugs, aber ich betrüge ja keine andere Person an sich. Also ich schade keinem Individuum, ich schade dem deutschen Akademikum, keine Ahnung, ja, also ich tue etwas, was mir in der Zukunft hilft, vielleicht bei einer Vertragsverhandlung ein bisschen mehr Geld zu verdienen für einen Job, den ich weiß, dass ich gut mache. Und dementsprechend, habe ich kein Gefühl des Betrugs. Aber ich verstehe trotzdem, dass man das als Betrug interpretieren kann. Rund 2.500 bis 3.000 Euro wird er an den Ghostwriter zahlen. Und dafür nach rund einem Monat seine Masterarbeit in den Händen halten. Auch wenn es moralisch fragwürdig ist.